Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Mitchristen, ganz herzlich willkommen zur Feier des Palmsonntages. In einer ungewöhnlichen Zeit, aber wir schauen, dass wir in diesen Zeiten andere Mittel auch mal nutzen, um Gottesdienst zu verbreiten, um Gottesdienst auch miteinander wirklich zu feiern. Der Palmsonntag, das ist das Tor in die Karwoche. Dieses Jahr alles ganz anders. Keine Prozessionen, keine extra Kindergottesdienste, gar keine anwesende Gemeinde. Das tut schon auch weh. Auch mir, weil mein erstes Osterfest hier in Laubenheim ist. Dass all diese Maßnahmen nötig sind, das glaube ich, ist einleuchtend. Also schauen wir, dass wir mit der Situation pragmatisch und gut umgehen. Ich lade alle ein, mitzuhören, zu beten, mitzudenken. Vielleicht haben Sie auch Lust, mitzusingen, als eine Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern. Wir haben uns hier am Eingang der Kirche versammelt. Die Palmzweige sind bereitet. Die 40 Tage der Vorbereitung auf das Osterfest, sie gehen zu Ende. Sie kommen zum wirklichen Höhepunkt, sie verdichten sich. Die einen rufen Hosanna, hochgelobt, und nur kurze Zeit später heißt es, kreuzige ihn. Eine Spannung liegt in der Luft und Jesus ist mittendrin. Eine Frage für diese Karwoche, für heute auch, kann sein, wollen wir ihm folgen? Wollen wir mit ihm mitgehen? Wenn alles gut läuft, ist das kein Problem. Aber können wir ihm auf dem Weg des Leidens folgen? Diese Palmzweige sind bereitet, sodass man sie auch morgen in dieser Kirche mitnehmen kann. Ich möchte sie segnen. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Hören wir das Evangelium zum Einzug nach dem Evangelisten Matthäus. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Nun lasst uns einziehen und dem Herrn folgen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Hören wir nun die Lesungen, die uns in das Geheimnis dieser Woche noch viel näher einführen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehre mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichen. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie eine Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Christus,
Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. Einer der Zwölf, namens Judas Iskariot, ging zu den Hohenpriestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen, denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus erwiderte ihm: Und wenn alle an mir Anschluss nehmen, ich niemals. Jesus entgegnete ihm: Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss?
Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Nach der Verhaftung führte man Jesus zum hohen Priester Kaiaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des hohen priesterlichen Palastes. Er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die hohen Priester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus, willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortete, du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zu Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist eure Meinung? Sie antworteten, er ist schuldig und muss sterben. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen, Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte, auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen, der war mit Jesus aus Nazareth zusammen. Wieder leugnete er und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sagten, wirklich, auch du gehörst zu ihnen, dein Mundart verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Als es Morgen wurde, fassten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, du sagst es. Als aber die hohen Priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie dir alle vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war, was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum. Inzwischen
von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil mir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhle. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon kostete, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihn gefallen hat. Er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. Von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte
Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu. Sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josefs, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef, auch er war ein Jünger Jesus. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesus. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag gingen die hohen Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten: Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat: Ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum 3. Tag sicher bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor. Pilatus antwortete ihnen: Ihr sollt eine Waffe haben. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Passionsgeschichte ist eine tragische Geschichte mit vielen Personen, die handeln, mit vielen Gesichtspunkten, mit vielen Szenen. Es lohnt sich, glaube ich, sie in Ruhe und mit Zeit, manche hat ja jetzt leider auch mehr Zeit als sonst, andere aber gar nicht, das weiß ich, die Geschichte noch einmal nachzulesen und wirken zu lassen. Ich möchte nur eine ganz kleine Szene fast am Schluss herausnehmen. Der Hauptmann und seine Männer, heißt es, erkennen Jesus als den Sohn Gottes. Keine lange Diskussion, keine Überredung, kein Wunder, keine geschliffene Rede überzeugen ihn, sondern sie erleben die Passion, sie erleben die Leidensgeschichte. Kann man aus der Erfahrung eines solch elenden Todes zu dieser Einsicht und Erkenntnis kommen? Jedenfalls berichtet das Matthäus so. Dieser Soldat, diese Soldaten, sie sind gewöhnt, dass Gewalt und Gegengewalt miteinander spielen. Sie sind gewöhnt, dass am letzten immer der gewinnt, der stärker, geschickter, taktischer oder hinterhältiger ist. Und diese Soldaten, die das eigentlich so kennen als ihren Alltag, sie erkennen in dem, der ohnmächtig leidet und der auch noch verzeiht, den Sohn Gottes. Wir wissen nicht, was dieser Hauptmann vorher von Jesus erfahren hat. Aber die Erfahrung des Leides hat offensichtlich seinen Blick geschärft. Die Art und Weise, wie jemand mit Leid umgeht, sagt ja etwas aus darüber, über sein Wesen, über sein Denken,
was ihm wichtig ist und wovon er sich leiten lässt. Der Hauptmann, die Soldaten, die werden schon so viel Kreuzigungen erlebt haben. Sie wurden wahrscheinlich mehrfach schon verflucht. Sie erlebten Menschen in größter Qual. Sie erlebten, dass Menschen um ihr Leben bettelten. Und hier kommt einer, der trägt sein Kreuz. Es wird deutlich, dass er anders damit umgeht, bewusster, friedfertig, Vergebung von sich gibt. Man kann offensichtlich in diesem Jesus damals eine Liebe erkennen, die ganz in die Tiefe geht. Hat der Hauptmann, haben seine Soldaten das erkannt? Oder gab es irgendwas anderes, was sie zur Einsicht gebracht hatte? Jedenfalls haben weder die Hosianna-Rufe beim Einzug oder etwas anderes, noch die Kreuzigungsrufe der Menge, nichts hat Jesus von seinem Weg abbringen können. Das Einziehen war ja die Einladung, sei unser König, sei unser weltlicher König, mach was und wir schauen zu dir auf. Und das Kreuzigen war das genaue Gegenteil. Er geht seinen Weg bis zum Ende. Und in der Weise, wie er diesen Weg geht, da wird sein wahres Wesen deutlich. Er gibt sich hin für die Menschen. Vielleicht hat das der Hauptmann erkannt. In dem, was uns, liebe Schwestern und Brüder, heute umgibt, was uns belastet und einengt, was uns Verzichte aufnötigt, unsere Freiheit einschränkt, was Menschen, Alte wie Junge, auf die Intensivstationen unter die Beatmungsmasken bringt, was pflegende und heilende Menschen an ihre Grenzen bringt. Was ist damit? Was können wir damit erkennen? Es kommen jetzt, glaube ich, sowohl die guten Seiten hervor, die menschlichen Reaktionen der Nächstenliebe, der Großherzigkeit, ganz viel Kreativität, wie man für andere da sein kann, ganz gutes, tragfähiges Energie und der Wunsch, zusammenzuhalten, aber auch, und das kann man auch nachlesen, ganz viel Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Was können wir erkennen? Was bleibt? Vielleicht braucht es eines Tages, wenn das hoffentlich bald alles wieder einen besseren Gang nimmt, ein wenig Zeit, um zurückzuschauen. Dann, wenn dieses Virus so etwas wie ein Teil unserer Lebensbedingungen geworden ist. Die Evangelien sind geschrieben aus dem Blick zurück. Man hat aufgeschrieben, was man gehört hatte, was weitererzählt worden ist von diesem Jesus, in dem man erkannt hat, Jesus aus Nazareth, dass Gott sich in ihm zeigt und dass er mitgeht. Und es zeigt sich immer mehr und die Menschen verstehen immer mehr, dass Jesus gerade auf dem Kreuzweg als Gott dabei ist, im Leiden, im Tod. Ja, er geht durch den Tod hindurch. Aber zunächst mal geht er ja mit auf dem schweren Weg. Er lässt sich tatsächlich ausliefern und verraten, verurteilen und kreuzigen. Fühlt er sich von Gott verlassen? Ja, das haben wir gerade vorgelesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber nehmen Sie sich mal den 22. Psalm ganz, das ist nur der erste Vers, und lesen ihn bis zum Ende. Da kommt noch mal eine andere Wendung hinein, ein tiefes Vertrauen. Könnten wir in diesen Tagen erkennen, dass Jesus auf unseren Wegen mitgeht, besonders auf den schweren, dass er auf diese Weise unser Erlöser ist? Könnten wir erkennen, dass dieser Glaube viele Menschen wirklich stärkt? Und dass mit Blick auf Jesus Solidarität wirklich nötig ist
und dass sie möglich ist, gerade bei den Herausforderungen, die wir alle in unterschiedlicher Weise haben. Was und wen könnten wir heute mit dem römischen Hauptmann erkennen? Ich wünsche Ihnen und euch und auch mir selbst, dass wir den Sohn Gottes erkennen können, ohne irgendetwas zu beschönigen. Amen. Lasst uns nun gemeinsam unseren apostolischen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus, unser König, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die schwere Schuld auf sich geladen haben und für jene, die sich selbst nicht verzeihen können, um Versöhnung, Barmherzigkeit, Wiedergutmachung und Frieden. Christus, unser König, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Menschen im Heiligen Land, zeige ihnen Wege zu einem gerechten und dauerhaften Frieden. Christus, unser König, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere Verstorbenen, besonders für jene, die einsam gestorben sind. Christus, unser König, wir bitten dich, erhöre uns. Du warst gehorsam bis zum Tod. Du wurdest österlich erhöht zum Herrn der Welt. Dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. Nummer 731.
zum Sanctus nachher 195. Lass es uns beten. Herr unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie von Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen. Und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, großer Gott, du bist heilig, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns alle berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle Menschen, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Das Gebet, was, glaube ich, in diesen Wochen weltumspannend geworden ist, noch mehr als sonst, abends wird es gebetet, wenn die Glocken läuten, in jedem Gottesdienst. Und jeder kann es zu Hause tun, wo immer er ist, unterwegs. Wir sprechen es, weil wir Kinder Gottes sind. Und so beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast deinen Aposteln den Frieden zugesagt. Du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Seht und erkennt Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann und ich ihn trinken muss, so geschehe dein Wille.
Singen wir zum Dank 389 die erste, dritte und vierte Strophe, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Am Ende unseres Gottesdienstes bleibt mir zu sagen, dass wir schauen auf unsere Homepage der Pfarrei Mainz-Laubenheim, Maria Heimsuchung, noch die Texte, auch die Predigten von heute und der nächsten Tage zu stellen. Schauen, dass wir auch weitere Gottesdienste aufnehmen und übertragen können. Herzlichen Dank schon mal der KJG Laubenheim für die Bereitstellung der Technik dafür. Ja, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Karwoche und schauen Sie, dass Sie gesund bleiben. Das ist vielleicht in diesen Tagen die wichtigste Bitte. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch Frieden. Das gewähre euch allen, die zuschauen, alle, die euch am Herzen liegen, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Als Gruß an die Gottesmutter in dieser Kirche, die besonders Maria am Herzen liegt, 521.